Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Ja, ich bin immer noch da, wo ich euch verlassen habe. Dritte Folge, ihr wisst ja, 20 Minuten, ich alleine ohne den Rockstar. Ihr wisst ja, dritte Folge, wir sind kurz vor der Arena des Olymps, die, da landen wir jetzt auch und dann schauen wir mal, was Herr in unserer Abwesenheit getrieben hat, die alte Bockwurst. Ich bin verspannt. Oh, da geht's ja direkt ab. Granitos. Das war übrigens einer der optionalen Endgegner in Kingdom Hearts 1. Oh, Herk räumt auf. Mal wieder. Mach gut. Das war einer der Titanen. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, gegen einen haben wir doch gekämpft. Gegen einen Titan. Ich weiß nur nicht mehr, gegen welchen. Arena des Olymps. Natürlich, ganz klassisch, werden wir hier wieder nur Arena-Kämpfe bestreiten. Viel werden wir hier auch nicht sammeln können. Die Welt war nie groß, das waren zwei einzelne Räume. Oh! Wo sind wir denn gelandet? Huh? Are you sure this is the Colosseum? It's that way! Oh, guess we were a little off. Ah! Ah, das ist doch die Dame aus dem Herkules-Film. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt wieder Herzklolose verkloppen, wie das so immer in diesem Spiel ist. Ach, hier können wir schon speichern. Interesting. Da vorne können wir nicht hin. Schade. Was können wir hier kaufen? Wahrscheinlich nur die handelsüblichen. Ah, okay, nee. Oh, warte mal. Ist das Angriff 3? Junge, kaufen wir. Ja. Genauso wie den Kometenstab, den kaufen wir auch. Hätten wir besser mal gewartet, bisschen. Ah, das hätte ja keiner riechen können. Ja. Egal. Haben sie halt nochmal neue Waffen. Kometstab, ja. Dadurch geht die Magie schön nach oben bei unserem Donaldo. Und bei ihm geht das Ganze auch nochmal nach oben. Sehr gut. So, was ich da noch gucken wollte. Ich habe ja Abilities gekriegt. Und ich habe Punkte gekriegt. 3 Stück an der Zahl haben wir noch. Den Vergeltungsschlitzer könnte ich machen. Analyse will ich nicht missen. Reflektor auch nicht. Den legen wir mal ab. Weil ich will das hier haben. Anlegen. Dadurch sammeln wir schneller Erfahrung. Und ja, das ist glaube ich nicht verkehrt. Schnelle Erfahrung bekommen ist immer gut. Warte mal, wir sollten mal auch noch vielleicht... Haben wir hier noch irgendwie was Neues? Ja, die sind eh lang gelegt. Donaldo hatte Donald-Feuer, was er natürlich auch... ja komm, das soll er mal ausgewogen nutzen, die alte Bockwurst. Defendor-Schild, ja, hau rein. So, damit sind wir bei den Abilities durch. Sehr schön. So, junge Dame, was ist hier vorgefallen? Erzählen Sie mir, wer gemein zu Ihnen war. Thanks, but I'm fine. Ja, das glaube ich noch nicht so ganz. And you're supposed to be? I'm Sora. He's Donald and that's Goofy. We came to see how Hercules is doing. You know Wonder Boy? Yeah, just real heroes too. You mean junior heroes, Donald? Looks like we have a friend in common. Name's Megara. My friends call me Meg. Wie geht's Herk denn? Der Wunderknabe? Na, der tobt sich jeden Tag in der Arena aus. Ihr wisst doch, ein Held ist immer im Einsatz und so ein Kram. Er ist fast am Ende seiner Kräfte, aber kämpft weiter und weiter. Aber selbst der Wunderknabe hat seine Grenzen. Diese Gegner verheißen nichts Gutes. Gesandte von Hades persönlich. Hades? Richtig, der Herr der Unterwelt. Ich war gerade auf dem Weg zu ihm. Vielleicht gönnt Hades unserem Wunderknaben ja eine Atempause. Wenn dem guten Herkules etwas zustoßen sollte, Donnerwetter, hört sich so an, als seid ihr mehr als nur Freunde. Wie meinst du das denn? Wir werden uns mal ein wenig mit Hades unterhalten. Ich möchte nicht, dass dir auf dem Weg zu ihm etwas passiert. Das wollt ihr wirklich machen? Nun ja, sieht so aus, als wüsstet ihr, was ihr tut. Ich schätze, das Angebot nehme ich an.
Aber lasst uns diese ganze Plausch mit Hades-Geschichte für uns behalten. Okay, okay, das ist ein bisschen zwielichtig, die junge Dame. Unsere Lippen sind versiegelt. Ja, das ist ein bisschen, ne, also... Das macht sie doch schon wieder verdächtig, die junge Dame. Wo geht's hier lang? Da geht's zum Fragezeichen. Kann ich hochgehen? Würde mich mal interessieren. Übrigens bin ich sehr froh auch über das neue Outfit von Sora. Das alte, das war so... Ah, okay, das ist nicht der Weg zu Hades. Das heißt, wir haben nur eine Option hier. Wir können nur da vorne lang. Machen wir einen kleinen Plausch mit Hades. Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, den hatten wir auch in der Arena. Hatten wir gegen den gekämpft. Der war da nicht schlecht. Also, der war schon haarig. Wobei, bei uns kann das auch an einem Level gelegen haben, weil wir ja hoffnungslos unterlevelt waren. Deswegen werde ich auch... Was zur Hölle ist das? Okay, was läuft hier gerade? Was verdresche ich hier eigentlich gerade? Ich weiß nicht, was ich verdresche. Ich finde es nur lustig. Ich bin so ein brutaler Mensch. So, was ist hier los? Da ist ein Sog. Ah, guck mal, da sind unsere Freunde. Die Granatfinken hier. Zack, die Granatschweine. Die nennen sie jetzt liebevoll Borsti. Wir müssen Borsti auch erklären, dass Borsti keine Steckdose ist. Borsti ist ein Schwein. So. Dann gehen wir mal weiter. War ja ein toller Raum. Was haben wir jetzt hier noch? Ah, guck mal, da ist schon einer mit einer Kutte. Ja, die sind also auch hier. Die haben bestimmte Böses im Busch. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen zweideutig an. Aber das, ihr wisst, was ich meine. Ja, nee, ist klar. Bewerft uns mit Steinen. Why not? Ihr Dreckigen. Na, guck, siehste. Mit dem neuen Schwert klappt das ja wie angegossen. Sag mal, hörst du mal auf hier. Ich will gerne nochmal bei Abilities was einstellen. Und zwar bei Donald. Donald Blitz macht er auch ausgewogen. Und Donald Vita, komm, macht er auch ausgewogen. Einfach damit er auch so ein paar MP spart. Weil im Moment haut er ja raus, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Und ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Oh, da haben wir Truhen. Und so ein Lanzenbubi hier wieder. Goofy spielt Frisbee mit seinem Dings. Er macht wieder einen auf Captain America. So, was geht hier jetzt? Nö, ich mache jetzt hier erstmal... Back Sightseeing. Mithril-Splitter. Hier sind Truhen. Truhen, die auf uns warten. Und da kommt schon wieder irgendwas runter. Junge, bleib doch mal geschmeidig hier. Da sind wieder Schweine. Mama, hast du irgendwie einen Arsch auf? Ich glaub, es hackt, Jung. Jetzt geht's aber los hier. So. Zack. Ether. Magie. Vita. So. Oh, geil. Vita haben sie überarbeitet. Wenn die beiden in der Nähe stehen, werden sie gleich mitgeheilt. Das ist ja geil. Abilitamin. Yes. Ah, okay. Und dann komme ich hier unten raus. Dann gehen wir nochmal eben zurück, weil ich will natürlich hier die Truhe mitnehmen. Ja, hallo. Könnt ihr mal aufhören, mich zu boxen? Geht's hier aber los, Alter. Aber sehe ich das gerade richtig? Hat das Vita gerade einmal komplett unsere Dings gefressen? Das ist ja hart. Potion. Ja, das ist echt hart, ne? Ja, scheint Vita hat komplett alles gefressen. Da weiß ich aber nicht, ob ich das so gut finden soll. Hier, Lanzenbubi machen wir direkt erstmal als erstes platt. Bevor der hier wieder auf dumme Dönnekes kommt. Donald, was machst du da? Oder anders gefragt, Donald, will ich überhaupt wissen, was du da treibst? So. Was haben wir hier? Auch nochmal Mithril-Tropfen. So, hier ist nichts mehr, ne? Dann ab tiefer hinein in die Welt des Hades. Ich hoffe nur, sie finden nicht den Fluss Styx. Bei Goofys. Oh, was geht denn hier ab? Was? Was hast du denn jetzt für Probleme? Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Okay. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wenn er schon so wegläuft.
muss ich mal fragen, wer bewacht nochmal den Eingang zur Unterwelt, zum Hades? Was ist das wohl für ein Buch? Der Titel lautet Abwesende Silhouetten. Besser nicht berühren. Wir sind in der Unterwelt, da ist Vorsicht geboten. Das stimmt, es könnte eine Falle sein. Ja, pass auf, ich muss das gleich angrabbeln. Erstmal will ich mir aber hier wieder umgucken. Ja, hier, Truhen und so. Ah, Map, endlich. Gott sei Dank. Karte der Umgebung. Und da vorne hatten wir auch noch was. Zack. So, Mithril-Splitter, sehr schön. So. Untersuchen? Nee, okay. Kann ich nicht anfassen. Ich kann es nur untersuchen. Ja, dann ziehen wir gleich mal weiter, würde ich sagen, ne? Wir kommen in den Sequenzraum. 100 Pro ist da jetzt Cerberus. Gebe ich auch Brief und Siegel drauf. Where do they dig these freaks up? Jeez Louise. Oh, they're nothing but trouble. The whole lot of them. So, oh, Carlo. What do you do about Hercules? He's made mincemeat out of every fighter you sent at him. Pretty soon, the underworld's gonna be standing room only. Say, why don't you just pick somebody already dead and save him the trouble? Dead. Dead is good. And I know just a warrior. Ja, wen denn? Wahrscheinlich schickt er wieder Cloud in den Ring, weißt du? So wie das letzte Mal, die feige Bratwurst. Okay, wo sind wir hier? Das ist mal spooky hier. I'm scared too, Donald. Ja, wer nicht? Junge, willst du den echt irgendwie provozieren gerade? Erinnert mich irgendwie an die Totenwelt aus Darksiders 2. So, wir gucken mal eben. Ja, nee, ist klar. Oh, Pflanzen. Irgendwie passen die nicht hier rein. Wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben. Ne? Also für mich passen die hier jetzt gar nicht rein, diese Gegner. In die Unterwelt. Ja, okay. Klar, Pflanzen kommen auch hierhin wahrscheinlich. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber es ist dennoch arg merkwürdig. Ich bin auch mal gespannt, wann wir das nächste Schlüsselschwert bekommen, weil ich würde natürlich das, was wir von Mushu gekriegt haben, gerne austauschen. Weil mir das von dem Angriff her nicht ganz so gut ist. Wobei ich am überlegen bin, dass ich das trotzdem noch irgendwann nach dieser Folge umrüste vielleicht. Einfach weil es ja doch ein paar Stats hat. Zum Beispiel diesen Esprit. Esprit ist ja eigentlich eine geile Fähigkeit aus Final Fantasy. Sorgt ja dafür, dass wir quasi durch Angriffe unsere MP aufladen. Und nachdem ich schon gerade gesehen habe, dass uns Vita einmal den kompletten Balken mal eben wegfrisst, ne? Okay, man kann nicht runterfallen, schon mal wenigstens etwas. Aber wolltest du mich irgendwie ärgern? Schön in der Ecke lassen und immer feste drauf, so wie es die Bullies damals auf der Schule gemacht haben. So truhenmäßig sieht das hier recht mau aus. Kann ich mit leben? Item Boost von Sora, sehr gut. Ich glaube, dadurch, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, dadurch ist das Item stärker. Haha! Hast du dich in die Scheiße geritten, mein Freund? Der Salto fehlt mir noch ein bisschen, ne? Pam. So, hier. Das Rollen, das fehlt mir doch so ein bisschen aus dem ersten Teil. Das war nämlich auch im Kampf sehr, sehr praktisch. Und vor allem, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist das echt gut gewesen. So, ich hoffe, jetzt kommt nicht mehr noch allzu großer Scheiß. Oh, Sequenz. By the by, what's down there? Just the underworld's deepest dungeon. This time I'm bringing out the mother of all bad guys. Wer ist das? You don't say. Well, maybe I should go.
So, ich bin mal gespannt, wer da jetzt... Okay, wer ist das? Ich hab's doch gesagt, das ist Cloud. Nee, ist Auron, okay. Inwiefern ist Auron denn der böseste aller Bösen? Let's cut to the chase. Here's the deal I'm gonna offer you. I let you out of the slammer. No strings, you'll be free as a bird. And all for one little job. Fight Hercules in the Colosseum to the death. This is my story, and you're not part of it. Did you forget who you're talking to? I am the Lord of the Dead! Huh. No wonder no one wants to die. You are fired! Auron! You again? Fight! Ich fand Auron ja immer mega cool. Vor allem die erste Szene, wo man ihn dann so gesehen hat, wie er sich kampfbereit gemacht hat. Das war, glaube ich, damals in Luca. Mega geil. Kriege ich den jetzt in die Gruppe? Das wäre so nice. Nee, kriege ich nicht. Toll. Okay, ich kann ihn noch nicht angreifen. Wahrscheinlich muss ich warten, bis er blau wird. Okay, ich muss die ein paar Mal angreifen. I feel kind of funny. That's right. See, that's the thing. In the underworld, heroes are zeros. It comes with the territory. Go now. But I've got to talk to Hades. What was that? Can't fight him here. We have to go. Now. Ja, in der Tat, wir müssen wohl verschwinden. Ah, siehste. Auron ist in der Truppe. Geilo. Ist wahrscheinlich, kommt jetzt noch ein bisschen Sequenz, ne? Und dann passt das ja. Genau, erstmal Tür zumachen. Don't count on it. Hi. Leaving so soon? Wahrscheinlich darf ich jetzt vor ihm abhauen, oder? Laufe zum Ausgang. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Dann laufen wir zum Ausgang. Scheiß auf diesen Buben da. Yo, Auron, hau auf Kacke. Was geht denn mit ihm ab? Achso, jetzt müssen wir mal kämpfen, damit wir hier die Barrieren freikriegen. Okay. Oh, hier ist wahrscheinlich jetzt der zweite Kampf. Das machen wir noch. Siehst du wohl? Bushido! Wir können Bushido machen. Okay. Kann ich noch Sternschnuppe? Richtklinge? Sternschnuppe? Und Typhoon! Geil. Ich find's cool. Okay, wir hauen hier durch ab. Ach, schon wieder ihr. Ihr Bobs, ihr. Ah, okay. Das frisst auch nicht. Okay, das ist quasi meine Alternative zu Drive. Okay, Goofy hat ein Level abgekriegt. Kann man machen. So, zack, hier. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Nee, Hades lassen wir in Ruhe. Der ist uns, der haut uns eh aufs Maul. Jetzt bleib doch hier, du Sau. 100 Erfahrungen. Ja, nee, ist klar. Es geht hier jetzt ab. Volltreffer. Auron ist ohne Scheiß. Können wir Auron behalten? Bushido. Typhoon! Oh
Oh, kann ich jetzt gehen oder? Tatsächlich. Ja, wie geil, Junge. You're really good. Are you some kind of hero? No, I'm no hero. I'm just an... Huh? Auron. Huh? Was ist ein Auron? My name. I'm Sora. Goofy! Whoa! It seems we were fated to meet. Maybe you need a guardian. Guardian? Thanks, but no thanks. Ich will ihn mitnehmen. Ich finde ihn toll. Okay. Ja, hier haben wir auch einen Speicherpunkt. Dann passt das ja. Gut, dann sage ich nämlich an dieser Stelle zu euch. See you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Kingdom Hearts 2. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.